Mir doch egal. Captain, please, you need to think things through. Jetzt lass mich mal. Eigentlich hatte ich gehofft, dass er ganz laut Pierce ruft, aber... Lass das, nee, das macht er, wenn er stirbt. Nee, das macht er auch. Wenn ich sterbe, dann macht er Pierce! Dann macht... Mann, ich will! Und die nächste Stufe ist, wenn er stirbt. Da kommt dieses Pierce! Ja, ist schon klar. Oh nee, ich geh mal weiter weg. Und nicht berufen. Du drückst dann nur, wenn ich an der Tür stehe. Stell dich weg. Los. Rufi? Kannst mich immer noch schieben. Guck mal, was ich mache. Ich schmoll in der Ecke. Siehst du das? Wer mein Befehl nicht folgt, wird erschossen! Jetzt lass mich daran, danke. Oh, das wollte ich gar nicht. Alter, ich hab grad Granatenmunition gefunden. Ja? Warte, wo hast du ihn gefunden? Da, wo der Granatwerfer lag. Okay, nee, die habe ich ja schon aufgesammelt von mir. Ja. Ja, Schätzelein? Das kriegst du noch zurück. Oh, weißt du noch WhatsApp? Wo dein WhatsApp was durcheinander gebracht hat? Oh, ja, das war witzig. Oh, Schatz. Was? Schatz? Ja. Habe ich das verpasst? Das war witzig. Stimmt, ja, scheiße. Stimmt, ja. Kommt unsere Freundin die Spinne. Nein, warte mal, das ist meine Schlange. Warte mal, irgendwas konnte man hier mal untersuchen. Ich weiß, dass man hier was untersuchen konnte. Vielleicht kannst auch nur du, geh mal an den Typen schon gemacht. Hier ran. Dann sagst du den Namen bitte, vielleicht ist das, wa? Look at their ass, your ass is on. Oh Gott, wie ist das? Guck mal von Pierce den Arsch an. Warte, guck. Guck. Komm, wir haben hier noch einen, der vom Stuhl fällt. Hä? Oh. Ja, das hast du jetzt nicht gesehen. Ich hab ein Symbol gerade weggemacht. Hier war ein Schlangensymbol. Komm zum Pokertisch. Ach, das ist ein Mahjong-Tisch, tut mir leid. Da in den Raum bei dem Bett, unteres Bett ist ein Schlangensymbol. Da. Anderes untere Bett. Da. Vielen Dank. Oh, das Bar, das hier was? Ein Schminkspiegel. Nein, hier ist was. Fähigkeitspunkte. Nein, lass Lien und sein Schminkspiegel in Ruhe, ja? Oh, Lien und Ada sind verknuffig. Over here.
Wupp! Das Ding, was ist denn das dahinter? Sieht voll eklig aus. Das ist praktisch, wenn der Laptop direkt vor einem ist. What the? Marco, vor allem die anderen. Das bin ich. Follow my lead, and I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Do you even hear yourself? Oh. Ihr Streit. Das war ein Schlag in die Fresse. You heard the man. Let's move. Ihr Streit. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Mann, bist du angepisst. Ja, ich hab... Zu wenig Sex gekriegt? Nee, ich hab grad wieder einen meiner weiteren Männer verloren. Jetzt will ich keinen Sex mehr mit dir. Du solltest mal nach hinten kommen. Was denn? Wo bist du? Ich bin bei der Tür, wo wir reingekommen sind. Hä? You too. Wieso schaue ich es an und deine Stimme sagt es? Das war nicht meine Stimme. Aber Pierce hat nicht so eine tiefe Stimme. Das war der Soldat hier. Gut, ich schaue es an und der Soldat redet auch gut. Was war denn da hinten alles, wo du warst? Habe ich vergessen, da war irgendeine Kiste zum kaputt machen. Okay, danke. Fähigkeitspunkte. Jetzt habe ich die Fähigkeitspunkte-Phase. Nein, die habe ich dauerhaft. Nein, ich kriege jetzt aber zurzeit auch gerade irgendwie nur noch Fähigkeitspunkte. Over here. Das ist mich angezickt. Hey, guck mal. Ich weiß, dass du wieder in der Ecke stehst und schmolzt. falscher Knopf. Ganz ehrlich, wenn wir das dran hätten, dass wir uns gegenseitig auch wehtun können, dann hätte es geklappt. Guck, war der Soldat. Ich bade heute in Blut. Nein, aber über diese... Oh, eine Kiste. Fähigkeitspunkte. Lass mal hier irgendwie Zahnarzt oder Friseur? Dass ihr es immer alle so eklig habt. Hey, ich lauf ganz gemütlich. Hä? Bist du doof? Wieso hat Pierce gerade geredet, Captain, I need your help? Weiß ich, das hat... Vor allem hat bei dir Pierce geredet und bei mir hat Chris was ganz anderes gesagt. Okay, bei mir hat Pierce geredet, hast du es ja gehört? I need your help, Captain. Und das war auch mein Untertitel bei mir, aber Chris hat was komplett... Wow! Ah, jetzt bist du unten und ich bin oben. Oh nee, ich bin oben mit dem Vieh! Everyone, report in! Pierce here, I'm
On the third floor. Captain! Dennis, Tobi, beeil dich bitte. Ach, das ist Marco. Marco, don't move. Hold your position. Do you hear me? That's an order. Ich höre das Vieh, das macht mich wuschig. Ich behalte mal ein grünes Kraut, falls ich ein rotes finden sollte. Das macht dich wuschig? Ja, findest aber ich du, ist nicht wuschig da ein falscher Ausdruck? Nein, dieses... Ich würde der wuschig eher verwenden. Hier ist eine Leiche mit... Gedärmen im Weg. Kommst du, ich bin schon am Ausgang. Oh, Mann. Ich beobachte dich mal. Ich höre die ganze Zeit dieses Rumgezwischen. Ja, ich höre das auch. Oh, das ist anstrengend. Oh nein, ich bin... Dann bringt man den ersten Stock runter, dann ist er das Vieh. Danke! Ja, bitte. Danke! Mann, das... Gott, ich muss hier durch. Ich find's ein bisschen schade, dass ich die Kamera selbst nicht ändern kann, wenn ich dich so sehe. Bitte keine Schlange? Keine Schlange? Ich noch was Captain! Ja, mein Sohn? Sohn? Weiß ich nicht. Ich bin dein Ehemann, aber egal. Wo ist Marco hin? Der steht hier hinten. Warum? Hab mich nur gerade gewundert, weil der eben gerade doch noch auf der Tür lag. Nein, nein, der ist hinter uns. Ich wette, es gibt irgendwo noch... Warte. Also. Ich will nur was überprüfen. Hä? Was ist denn da? Guck. Ich hab das... Das ist kein Schlangensymbol. Dafür ist es zu unscharf. Ich hab eigentlich gerade gesagt, wetten irgendwo muss man aus dem Fenster gucken für ein Schlangensymbol. Und dann habe ich irgendwas gesehen, was so ähnlich aussah, aber es war es nicht. Da habe ich mich täuschen lassen. Wenn du hast du ein Scharfschützengewehr bei? Nee. Das kriegst du einen. Hm. Ich krieg das wahrscheinlich noch. Kommst du runter? Ich glaube, das war Jeff. Hier noch was? Nein, da ist nichts. Da ist nichts. Schon wieder nur eine Tür aufgemacht. Oh, dann tretet doch zumindest zusammen eine ein. Zwei, meinte ich. Oh nein, 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 nein. Pierce muss seine Aggression loswerden. Wow, das war knapp. Marco. Das ist mal eine richtig coole Schlange.